Ich habe damit wirklich einen sehr, 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 sehr guten fünfstelligen Bereich verdient. Mit dieser vielen Arbeit dank euch und fühle mich dadurch unglaublich aufgefangen und überhaupt nicht mehr verloren, weil ich jetzt von zu Hause aus arbeiten kann. Ich kann aber auch vom Urlaub aus arbeiten. Es ist also kein Problem, wenn ich die Ladies betreue, während ich in Andalusien am Strand liege. 5, 6, 7, 8. Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Pete R. Und kommen wir zu einem neuen Erfahrungsbericht bezüglich unserer Hit-the-Beat-Trainer. Ich zeige euch mal einen Einblick, wie fühlt man sich als Hit-the-Beat-Trainer? Kann man als Hit-the-Beat-Trainer auch erfolgreich werden? Wie sieht das Ganze aus? Und heute habe ich die liebe Tess zu Gast. Und Tess, stell dich doch einfach mal bitte ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Tess, ich komme aus Dresden. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und arbeite jetzt fast seit 14 Jahren als Fitnesstrainer und bin hauptberuflich selbstständig. Genau. Cool, dann sag uns doch einfach mal, wie fühlt es sich überhaupt an, Hit the Beat Trainer zu sein? Also grundsätzlich fühlt es sich sehr gut an. Ich habe ja schon sehr viel Berufserfahrung in verschiedenen Konzepten und Kursformaten gesammelt und muss sagen, bei keinem bin ich so lange geblieben wie bei Hit the Beat Breakletics, und das hat auch verschiedene Gründe. Erstens ist es die Community, also es ist einfach der Umgang im Team von euch Chefs zu uns Trainern. Das ist eine großartige, herzliche, positive so Vibes. Ne? Es ist eine super Kommunikation. Ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben in dem Team, muss ich sagen. Das war noch nie so der Fall in anderen Teams vorher. Also man ist sehr gut aufgehoben. Außerdem, ja, es ist ein super Standbein als Trainer. Man hat lukrative Stundenlöhne. Man kann wirklich Gas geben. Man kann sich etwas aufbauen, auch finanziell, über das Konzept Hit the Beat. Und ja, es fühlt sich auch deswegen gut an, weil es einfach ein sehr außergewöhnliches Konzept ist, was man in seiner eigenen Stadt anbieten kann. Das heißt, man hebt sich auch mit dem Konzept, wenn man es unterrichtet, auch von anderen Trainern ab und ja, baut sich so ein eigenes Standing auf als Trainer. Also rundum finde ich, alle Puzzleteile drumherum führen dazu, dass ich sehr, sehr gerne Trainer bin für Hit the Beat. Cool. Kannst du mal die Zuschauer ein bisschen abholen? Du hast ja schon erwähnt, du hast vor 3,5 Jahren die Ausbildung gestartet. Wie war die Ausbildung? Was ist danach passiert? Erzähl mal den Leuten, gib denen mal so einen Einblick, wie es sich anfühlt, die Ausbildung bei uns zu absolvieren. Also ich habe die Vor-Ort-Ausbildung gemacht, bei dir persönlich. Das war in Hannover und das waren 2 Tage. Die waren natürlich sehr intensiv. Aber das war auch notwendig, um einfach den ganzen Spirit so aufzugreifen, die Musik zu verstehen, die Übungen natürlich zu verstehen, gelernt zu bekommen und einfach das ganze Konzept zu verstehen, wie ist das denn aufgebaut. Und gleichzeitig einfach auch zu spüren, was macht das mit einem? Natürlich ist es ein High-Intensity-Intervall-Training, natürlich ist es arschanstrengend, aber es macht etwas mit einem, indem man es nicht spürt, wie viel Arbeit es ist, einfach weil es so viel Spaß macht. Also das habe ich da in dem Raum, in der Ausbildung schon gemerkt, dass das wohl ein Trainingskonzept ist, wo Leute nicht merken, dass sie intensiv, wirklich intensiven Sport machen. Also ist dieser Fun-Faktor extrem hoch. Und dann habe ich auch direkt danach gar nicht lange gefackelt und habe im John Mead Erfurt sozusagen über einen Tag der offenen Tür schon mal gezeigt, okay, es gibt ein neues Konzept in Thüringen, ich kann das unterrichten, wäre das was für euch? Und dann habe ich wirklich direkt die ersten Kurse dort gestartet, habe da, glaube ich, mit 4 oder 6 Leuten angefangen, noch ganz zarte Besucher gehabt in meinem Kurs, und dann ging das wirklich wie ein Lauffeuer von Woche zu Woche, die Mucke war geil, das Konzept hat gepasst, es war eine runde Sache, auch für Beginner, auch für alle, die in ihrem Leben noch nie was von High-Intensity-Intervalltraining gehört haben. Wir konnten alle abholen, jung, alt, Beginner, fortgeschritten. Und dann hatte ich am Ende 40 Leute im Kurs und wir mussten die Tür zusperren, weil kein Platz mehr war. Die konnten nicht mal mehr ihre Arme strecken. Also es war wirklich äußerst erfolgreich. Und das ging sehr, sehr schnell, dass ich mir eine eigene Community in Thüringen aufgebaut habe. Cool, hört sich mega an. Kannst du vielleicht den Leuten auch sagen, was du einfach
so erlebt hast, als du in die Hit the Beat Community eingetreten bist. Gibt es etwas, was dir noch in den Sinn kommt, was du erlebt hast, seitdem du Hit the Beat Trainer bist, was vielleicht außergewöhnlich ist? Also ich dachte am Anfang, okay, ich gebe nur Kurse und bin einfach ein ganz normaler Trainer unter einem lizenzierten Konzept. Aber was dann natürlich sehr positiv war, dass man sich auch entwickeln kann in der Firma, dass man also sozusagen auch aufsteigen kann zum Powerhead oder Mover und dadurch dann auch viel, viel mehr integriert wird in zum Beispiel Events. Wir waren auf der FIBO, wir waren vier Tage da. Ein Feuerwerk war das dort. Wir haben uns gezeigt, wir waren zusammen, wir haben coole Fotos und Videos gemacht. Also auf einmal ging das los, dass man auch als Family so zusammengeführt wurde, coole Content-Produktion gemacht hat. Man war auf einmal auf der Website zu sehen oder auf YouTube zu sehen. Man war Teil von Adidas-Projekten. Also das war dann wirklich so, wo ich sage, krass, das war nochmal Next Level, euch alle persönlich kennenzulernen und die Firmen und Marken, die noch zusätzlich hinter Hit the Beat stehen, wie zum Beispiel Red Bull oder Adidas. Das war nochmal so ein richtiger Next Level Shit. Cool. Und ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, so vor gut 8-7 Monaten, da kamen wir das erste Mal in so ein Gespräch, was kann man eigentlich als nächstes machen? Und jetzt geht es natürlich auch um den finanziellen Erfolg, worauf ich anspielen möchte, da wir ja vor ungefähr einem halben Jahr unser neues Produkt intern erstmal gelauncht haben, um zu schauen, kann man als Hit the Beat Trainer eben auch und als Trainer allgemein einfach auch finanziell durchstarten. Und da würde ich einfach gerne, dass du die Leute mal abholst. Wie war das? Wie war dein Gefühl? Weil irgendwann wolltest du, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld verdienen, ne? Einfach mal deinen Wert auch nach außen tragen. Hol mal die Leute ab. Wie hast du dich gefühlt am Anfang? Warum wolltest du mehr Geld verdienen? Und wie war deine finanzielle Situation vor kurzem noch? Ja, also das fing ja an mit Corona. Die ganzen Lockdowns haben ja natürlich auch Aufträge gekillt, gecancelt und weggenommen. Ich war da total verloren in erster Linie, weil ich war sehr präsent in Firmen, sehr präsent im Personal Training und hatte wirklich viele Aufträge. Und das fiel auf einmal weg. Also gab es schon immer in mir so eine Idee, die geschlummert hat, mein eigenes Online-Programm für Frauen auf den Markt zu bringen, das ortsunabhängig ist und auch zeitunabhängig, also sehr flexibel ist, sowohl für mich sozusagen als Coach als auch für die Teilnehmer. Und das schlummerte schon in mir, aber es gab nicht das richtige Zündel, was mich da angetrieben hat. Und das wart ihr dann. Also es gab dann sozusagen der Start eurer Idee, wir haben für euch ein Business-Coaching. Das heißt, von euch ging dann aus verschiedene Calls und verschiedene Coachings und Consultings, die uns beigebracht haben, wie man denn zum Beispiel ein Produkt entwickelt, für welche Teilnehmer, für welche Art von Zielgruppe, was ist denn überhaupt meine Stärken? Das musste ich alles erstmal rausfinden. Und auf einmal fügte sich das wilde Chaos in meinem Kopf zu einem sehr, sehr professionellen Konzept mit Leitplanken links und rechts, wo ich sehr klar war und wirklich gesehen habe, das funktioniert und damit kann man Geld verdienen, ohne von Stadt zu fahren, ohne 12 Stunden am Tag sich wirklich aufzureiben und so viel Sport zu machen, dass man am Ende mit 40 einfach gar nicht mehr kann, physisch und mental. Und das Ganze hat funktioniert. Also dieses Programm wurde gelauncht. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Ich habe damit wirklich einen sehr, 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 sehr guten fünfstelligen Bereich verdient. Mit dieser vielen Arbeit dank euch und fühle mich dadurch unglaublich aufgefangen und überhaupt nicht mehr verloren, weil ich jetzt von zu Hause aus arbeiten kann. Ich kann aber auch vom Urlaub aus arbeiten. Es ist also kein Problem, wenn ich die Ladies betreue, während ich in Andalusien am Strand liege. Also es ist sehr flexibel und ich habe mich aufgehört aufzureiben, weil ich auf einmal angefangen habe, wirklich fokussiert und klar zu arbeiten und Nonsens einfach hinter mir zu lassen. Cool. Kannst du den Teilnehmern mal das Gefühl beschreiben? Also ich kann mich noch mal erinnern, als wir den ersten Call hatten, da war ja wirklich so, dass privat irgendwie auch viele Dinge nicht gut liefen, weil du halt auch eben, ja,
einfach alles wollte aus dir raus, aber irgendwie hat es nie funktioniert. Du hattest keinen Plan, keine Strategie. Ja, was hat sich seitdem bei dir auch privat geändert vielleicht, dass die Leute mal erfahren, ja, Geld, finanziell, wie wir schon gehört haben, mega. Ne? Du hast geschafft, einen fünfstelligen Betrag, ich glaube, innerhalb von 2 Monaten schon zu verdienen, was ja fast wahrscheinlich eine Vervierfachung war. Ja. Nach dem Consulting, nach dem Coaching. Was ist privat passiert? Was sind da für Gefühle? Was hat sich da geändert? Also was als selbstständiger Trainer, was das mit dir macht, wenn du viel verlierst, ist natürlich ein wahnsinniger Einbruch in dein Selbstbewusstsein. Du zweifelst sehr an dir. Machst du einen schlechten Job? Siehst du nicht mehr gut aus? Bist du nicht mehr in deinen Kompetenzen irgendwie attraktiv oder anziehend für Partner und Firmen? Und natürlich ist man dann so sehr negativ auch eingestellt mit seinen Gedanken, mit seinem Handeln. Und natürlich wirkt sich das auch auf seine Beziehung aus, wenn man so ein Trauerkloß wird, ne? Wenn man viel zweifelt, wenn man Geldsorgen hat und wenn man vielleicht auch viel zu viel Zeit hat am Tag, weil man einfach nicht so viele Aufträge hat. Und als es dann losging mit unserem Programm, das zu entwickeln, die Ideen, Form und Farbe annahmen, dann wurde ich natürlich erstens deutlich ausgeglichener, weil ich auf einmal wieder so richtig meine Kreativität und meinen Geist sozusagen freilassen konnte. Wir haben aber auch Ergebnisse gesehen. Also auch, dass das Ganze funktioniert hat, mich wahnsinnig selbstbewusst gemacht. Natürlich war es schön, auf dem Kontostand auch wieder so eine gewisse Entspanntheit zu erleben, dass man einfach nicht drüber nachdenkt, wer muss den nächsten Einkauf bezahlen, sondern sagt, Baby, ich ziehe die Karte durch, kein Problem. Und natürlich bringt das auch eine Gelassenheit, ein Selbstbewusstsein, was sich auch auf meine Beziehung auswirkt, indem ich mich gut fühle als Frau, gebraucht fühle, indem ich mich stark fühle als Frau. Und da strahle ich natürlich eine ganz andere Aura aus, bin vielleicht kommunikativer, weiß jetzt mittlerweile besser, wie ich was formulieren soll, auch über euer Consulting, dass ich besser einfach ausdrücken kann, was ich will, was ich nicht will. Und natürlich ist eine klare Kommunikation, ein Selbstbewusstsein und eine Stärke und eine Ausgeglichenheit wahnsinnig positiver Rattenschwanz, was eine Beziehung betrifft. Also da kann sich mein Freund wirklich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, weil man als Frau einfach wieder in seine Kraft kommt, wieder in seine Mitte und einfach gut drauf ist. Cool, geil. Ja, freut mich, dass du natürlich dieses Gefühl hier mitgenommen hast und in die Welt trägst. Letzte Frage einfach platt gefragt. Was gefällt dir an Hit the Beat bisher am allermeisten, auch was das Coaching betrifft? Am allermeisten gefällt mir, dass es greifbar ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit jemandem spreche oder mit euch als Mentoren spreche, die solche Übergurus sind, wo ich überhaupt keinen Bezug dazu habe. Ihr seid sehr persönlich, ihr seid sehr herzlich, ihr habt wirklich auch für jede Frage eine Antwort und sei sie noch so privat. Also man kann sich wirklich sehr persönlich und intim auch an euch wenden, wenn es auch außerhalb vom Business irgendwo hakt, sei es die Kommunikation oder sei es irgendwelche Sorgen, die man hat. Also ich finde, dass dieser Umgang sehr positiv ist, das mag ich eigentlich am meisten. Ja, dass man einfach gewertschätzt wird und dass man wirklich das Gefühl hat, dass es euch wichtig ist, wie wir uns entwickeln. Denn wenn wir uns gut entwickeln, habt ihr die beste Firma auf der ganzen Welt. Und das merkt man einfach, dass euch jeder von uns wirklich wichtig ist und ihr unsere Entwicklung wirklich auf ein sehr, sehr hohes Level tragt. Und das finde ich überragend. Cool. Ja, berühren mich natürlich auch solche Worte. Danke dafür. Das war's von unserem Interview. Danke dir, Tess, für deine Zeit. Natürlich wünschen wir, ich und Samen, dir natürlich weiterhin viel Erfolg beim Coaching, privat und bist natürlich weiterhin herzlich bei uns willkommen. Und wer weiß, vielleicht wirst du sogar irgendwann sogar Coach der Coaches, der potenziellen, die bald vielleicht bei uns auch die Ausbildung machen wollen. Nochmal an alle Leute da draußen, danke für eure Zeit. Falls ihr Interesse habt, an unserem Coaching teilzunehmen, findet ihr den Link bei uns unten in der Beschreibung. Kommentiert, stellt eure Fragen auch gerne unter dem Video. Wir antworten definitiv auf diesen Kommentar. Freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar. Und ihr seid definitiv bei uns willkommen, egal wo ihr euch gerade befindet, in welcher Situation, gerade ganz am Anfang oder ob ihr schon Trainer seid. Wir versprechen euch, dass wir euch definitiv vom Mindset und auch
was den Erfolg angeht, weiterbringen können. Bye bye. Bye bye. 5, 6, 7, 8.